Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Also ich versuche schon mich im Spiel auf das Spiel zu konzentrieren, weil da gibt es im Spiel, sage ich mal, wichtigere Sachen, der Ball und die Gegenspieler bzw. die Mitspieler. Und, aber es ist natürlich Wahnsinn, also beim Einlauf, Choreo, die Menschenmenge, die Gesänge und dann einfach auch diese Freundschaft zwischen den zwei Vereinen, sag ich mal, war einzigartig für mich, auch mein erstes Mal vor so einer großen Kulisse zu spielen. Weiß man ja, dass man, wenn man in Dresden spielt, dass die Atmosphäre da komplett was anderes ist. Es hat einfach nur Spaß gemacht, wenn man dann auch sieht, wie viele aus Zwickau da waren. Ja, ich glaube, dafür spielen wir halt auch Fußball irgendwo, die Jungs, die auf dem Platz stehen. Und von daher war das ein cooles Erlebnis, auch, denke ich mal, für die jungen Spieler, die es vielleicht noch nicht so erlebt haben. Aber viel wichtiger ist, dass wir ein gutes Spiel gezeigt haben, dass wir in der Liga mithalten können. Und diesen Punkt nehmen wir sehr gerne mit. Ich finde, wir haben als Mannschaft komplett alles reingeworfen, haben defensiv wie offensiv Akzente gesetzt, defensiv komplett als Mannschaft verteidigt, als Einheit dagestanden, haben uns das auch fest vorgenommen für das letzte Spiel, auch für das besondere Spiel, ist ja ein Derby. Und eine gewisse Fanfreundschaft zwischen Zwickau und Dresden herrscht. Da haben wir uns vorgenommen, wir wollen alles reinwerfen in die Waagschale und uns auch nochmal ein gutes Gefühl holen im letzten Spiel für dieses. Ja, ich denke, es ist ein verdienter Punkt. Wir haben uns in dieses Spiel reingearbeitet. Gute erste Halbzeit gespielt, eine kämpferisch starke zweite Halbzeit. Ein Kompliment an die Mannschaft, die jetzt das dritte Spiel in der Woche hatte, läuferisch viel gemacht hat. Ja, die ein oder andere Möglichkeit hatten wir. Wir mussten aber auch die ein oder andere Chance überstehen. Und deswegen denke ich, rechter Punkt, wenn wir vielleicht dann doch das Tor schießen, braucht sich keiner beschweren. Aber es ist nochmal ein positiver Abschluss, denke ich. Erstmal der Sieg zu Hause gegen Osnabrück, der war immens wichtig. Auch das Auftreten in Mannheim. Es war sehr schade, dass wir dann hinten raus das Spiel verloren haben. Die Mannschaft hat dort echt ein gutes Spiel gezeigt. Hätte sich dort einen Punkt verdient gehabt. Ja, und heute ebenfalls. Der Punkt ist verdient. Wie gesagt, wenn wir vielleicht noch das Tor schießen, braucht sich auch keiner beschweren über die drei Punkte. Hinten haben wir gut wegverteidigt, vorne haben wir uns Chancen erarbeitet. Von daher, ja, sind wir schon zufrieden mit dem Punkt heute. Ich sag mal, wir haben natürlich gegen Osnabrück gut vorgelegt. Es war ein richtig gutes Spiel von uns. Haben gegen Mannheim auch ein gutes Spiel gemacht. Stehen natürlich damit 0 Punkte zum Schluss da, wo man sich denkt, so, okay, man hätte lieber vielleicht einen mitnehmen können oder vielleicht hätte es auch 3 sein können. Diese Konsequenz haben wir heute an den Tag gelegt, haben fest vorgenommen, dass hinten die 0 stehen muss, vorne Akzente setzen. Ich hatte selber auch 2-3 Chancen, es hat heute nicht geklappt, aber schlussendlich steht hinten die 0. Und wenn wir ein Tor schießen, dann sagt jeder, ja, 3 Punkte, aber ich sag mal, das 0-0 war zum Schluss auch gerecht. Erstmal wichtig, dass die Jungs jetzt nach dem Pokalspiel wirklich mal abschalten, dass sie wirklich auch mal die Zeit für sich nutzen, weil aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Rückrunde nochmal total anstrengend wird. Wir haben 16 Punkte Stand jetzt, wir brauchen mindestens noch 30. Da kann man sich mal das Ganze alles mal ausrechnen, was auf uns zukommt. Das wird ein Kraftakt, aber nichtsdestotrotz haben wir die Spieler in der Mannschaft, die sich dem stellen und darauf freue ich mich auch schon persönlich, dann, wenn es wieder losgeht, dann mit den Jungs zu arbeiten und dann wirklich Spiel für Spiel Punkte zu holen, die wir letztendlich brauchen für den Klassenerhalt. Und dann hoffe ich einfach auch, dass die Fans so mitziehen wie heute. Yeah.
Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.